Ja, und wie es in Zukunft aussehen wird mit dieser russischen Abhängigkeit, beziehungsweise ob und wenn ja, wann sie beendet wird, kann ich nun sprechen mit Ralf Füchs vom Zentrum Liberale Moderne. Guten Tag, Herr Füchs, in die Hauptstadt. Guten Tag, Herr Fittkau. Herr Füchs, Sie sind ja Verfasser des Aufrufes Europäischer Importstopp. Sie sagen, das historische Nie-Wieder-Krieg solle ernst genommen werden und fordern ja einen Importstopp auf Gas und Öl. Nun sagen Kritiker, dies hätte wohl massive wirtschaftliche Folgen für Deutschland. Wäre es da nicht sinnvoller, stattdessen weiter die Ukrainer mit Waffen zu versorgen, anstatt uns selbst zu schaden? Das sind zwei Seiten einer Medaille. Wir müssen die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine stärken. Das erfordert vor allem Waffen. Und zwar auch Waffen, mit denen sie sich aus der Distanz gegenüber Russland behaupten können und nicht nur im Nahkampf. Und das andere ist die Kriegsfähigkeit Russlands, so schnell wie möglich zu untergraben durch massive wirtschaftliche Sanktionen, die die russische Wirtschaft lahmlegen. Und da geht es im Kern um den Energiesektor. Ja, Russland verdient im Moment eigentlich nur noch Devisen über den Export von Öl, Gas und Kohle. Alleine die Europäische Union hat seit Beginn des Krieges, das muss man sich klar machen, etwa fossile Energien aus Russland im Wert von 20 Milliarden Euro importiert. Und Russland ist importabhängig. Ja, diese Importe, das gilt sogar für die Kriegsindustrie. Diese Importe können sie nur über Devisen sagen, finanzieren. Und wenn wir tatsächlich schnell, und das ist eine Frage von Wochen und Monaten, wie lange die Ukraine sich behaupten kann, bis sie ausblutet und bis die Zerstörungen immer schlimmer werden und noch mehr Millionen Menschen aus der Flucht sind. Wenn wir schnell maximalen Druck auf Putin ausüben wollen, diesen Krieg zu beenden, dann geht das aus unserer Sicht nur über ein befristetes Energieembargo. Befristet, das heißt bis zum Ende des Krieges. Es geht nicht darum, jetzt schon auf Dauer und immer und ewig aus russischen Öl- und Gaslieferungen auszusteigen, sondern jetzt den Geldhahn zuzudrehen, um möglichst schnell ein Ende dieses Krieges zu erzwingen. Das ist für uns natürlich eine extreme wirtschaftliche und soziale Herausforderung. Wir hätten allerdings ein halbes Jahr Zeit für einen Notfallplan bis zum Winterhalbjahr. Für den Stromsektor ist es bewältigbar. Für die Gebäudewärme würde alleine eine Reduktion der Vorlauftemperaturen um 2 Grad schon 11% der russischen Importe einsparen. Herr Füchs, die Argumente sind angekommen. Die Lage ist zweifelsohne für die Ukraine eine brisante. Aber es geht ja letztlich auch um Arbeitsplätze in Deutschland. Jetzt habe ich mal nachgeschaut. Der Verband der chemischen Industrie sagt zum Beispiel, wegen der Explosion der Energiepreise stünden bereits 70% der Unternehmen vor Problemen. Wenn wir jetzt ein Embargo machen, würde das ja ganz schnell, wie Sie sagen, also der Verband sagt, tiefe Einschnitte nach sich ziehen. Was sagen Sie denn dann den Unternehmern und auch den Facharbeitern in dieser Branche, dass sie vielleicht ihre Jobs verlieren, damit man dieses nie wieder tatsächlich umsetzen kann? Das ist keine Frage, dass die energieintensiven, vor allem die gasintensiven Industrien, das betrifft vorrangig die Grundstoffchemie, aber auch ein paar andere Branchen, die müssten auch vorrangig beliefert werden. Ein Stopp russischer Gasimporte bedeutet ja keinen Totalausfall des Erdgasbezugs in der Bundesrepublik. Im Moment sind das etwa 55%. Wir haben aber einen europäischen Verbund, könnten also auch auf europäische Reserven zurückgreifen. Die Amerikaner sind bereit, kurzfristig mehr zu liefern. Robert Habeck war in Katar. Das heißt, wir müssten versuchen, zusätzliche Quellen kurzfristig zu mobilisieren und für die dann knappen Erdgasressourcen klare Prioritäten definieren. Dazu gehören natürlich die lebenswichtigen öffentlichen Einrichtungen, Kliniken, Altenheime, was auch immer. Und dazu gehört auch die energieintensive Industrie. Ich denke, mit einem Kraftakt vergleichbar, wie wir das in den letzten 2 Jahren bei Covid bewältigt haben, ja, wo wir ja auch ganze Branchen mit durchgezogen haben, mit einem solchen Kraftakt könnten wir das bewältigen, wenn wir uns klar machen, was auf dem Spiel steht. Nicht nur das Überleben der Ukraine, sondern auch unsere eigene Sicherheit.
Herr Füchs, zum Schluss noch mit der Bitte um eine kurze Antwort, weil die Zeit uns ein bisschen wegläuft. Glauben Sie, dass die Bundesregierung noch einknicken wird? Das geht nicht um Einknicken. Ich habe großen Respekt davor, was sein Robert Habeck jetzt macht, massiv unsere Abhängigkeit von russischen Gasimporten zu reduzieren. Aber wir müssen auf die Ukraine schauen, wie lange sie noch Zeit hat, wie lange sie noch standhalten kann. Und ich glaube, der Druck auf die Bundesregierung wird wachsen, zumindest für ein Öl- und Kohleembargo. Das wäre auf jeden Fall schon mal ein Einstieg. Sagt Ralf Füchs vom Zentrum Liberale Moderne. Ich sage vielen Dank für Ihre Zeit und einen schönen Tag noch in die Hauptstadt. Gerne.